Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Anno 1800, dem Gameplay-Projekt hier auf der Stratigator. In der letzten Folge haben wir uns darum gekümmert, dass wir hier unsere Uhrenwerkstätten mal richtig mit in eine Handelskammer mit einbinden und die eben auch expansiv quasi mit einbinden, dass wir da noch weiter bauen können. Außerdem haben wir hier noch Goldschmieden, die wir auch nochmal mit ransetzen können. Und hier hinten haben wir sogar noch ein bisschen Platz. Das heißt, wir könnten überlegen, ob wir hier vielleicht sogar nochmal einen weiteren hiervon und noch eine weitere Goldschmiede mit einplanen, die wir dann theoretisch jederzeit einfach anschließen können, wenn uns danach ist. So können wir es auf jeden Fall erstmal lassen. Und worum wir uns jetzt mal kümmern sollten, ist, dass wir natürlich auch genug Gold machen. Denn das ist für uns aktuell noch ein Problem, glaube ich zumindest. Ich habe noch nicht nachgeguckt. Aber hätte mich jetzt auch gewundert, hätte das tatsächlich gepasst. Und wir produzieren gerade gar kein Gold. Wieso nicht? Warum nicht? Wieso produzieren wir kein Gold? Fehlende Waren. Hier fehlt Glas. What? Hier fehlt... Oh Gott. Ja, wir haben natürlich hier auch mal wieder fleißig ausgebaut alles, ne? Glühfädenproduktion haben kein Kohle mehr. Eieiei. Und das, obwohl wir so krass aus... von drüben, von der anderen Insel ausliefern. Aber das scheint einfach alles nicht zu reichen von Crown Falls aus. Schauen wir mal kurz in Crown Falls vorbei, wie es bei denen jetzt um Kohle steht. Denn wenn da immer noch Kohle ist, nein, da ist tatsächlich keine Kohle mehr. Wir haben die Kohle aus Crown Falls aufgebraucht. Also nicht aufgebraucht, aber wir produzieren mehr, als wir hier produzieren können. Das heißt, wir haben hier jetzt natürlich noch das ein oder andere. Was ich aber jetzt gerade, das müssen wir jetzt vor dem Gold tatsächlich mal angehen kurz. Was ich lieber machen würde, ist jetzt nochmal nach ein paar Items gucken, die wir dann nochmal einsetzen können, wo wir einfach unsere Kohleproduktion nochmal verbessern. Das heißt, wir brauchen Items, die sich rund um unsere Bergminen, also am besten unsere Kohleminen natürlich kümmern. Erstmal brauche ich aber noch zwei Items, die hier die Handelspreise mal ein bisschen drücken, gleich drüben. Denn das wollen wir natürlich. So, und dann ändern wir natürlich den Skin einmal auf unser typisches Ich-Kaufe-Schiff. Entschuldigung. Oh. Zum Glück habe ich mich noch ein bisschen vom Mikro weggedreht. Ich glaube, sonst wäre euch das Gehirn weggeblasen worden. Aber dann schicke ich jetzt erstmal ein paar Schiffe, die wir hier noch so zur freien Verfügung haben, hier hoch zum Alley. Und dann schauen wir mal kurz in unserem schönen Ingame-Menü, was wir hier so haben an Items für unsere Kohlemine. Auch Unbekannte wollen wir mal mit einblenden. So. Jetzt ist natürlich die Frage, guck mal hier. Erfolgreicher Erzengel? Also es sind nur so temporäre. Temporäre möchte ich aber nicht. Ich möchte dauerhafte, wo die Produktivität hochgeht. Kann ich das irgendwie auch noch filtern? Das wäre auch noch cool. Aber hier Hebehühner? Nee, okay. Also so ein Malching, ne? Ah, den nochmal. Schön. Das wäre schön. Arbeitskräfte erforderlich, minus 100% möchte ich auch nicht haben. Auch nicht. Alle Produktionsgebäude liefert Elektrizität, wäre okay. Aber ist okay, mehr ist es nicht. Alle Produktionsgebäude, minus 30%. Ich brauche Leute, ich brauche Produktivität. Nicht irgendwie hier dies und das. Ja, so Dampfturbinen und so merke ich mir jetzt mal, dass wir das brauchen könnten. Aber dann kommen wir hier den Sapeur mit Produktivität erst wieder. Alle Bergminen, wenn aktiv. Okay, wenn aktiv, lassen wir auch direkt mal liegen. Denn wenn aktiv, ist ja nur eine temporäre Sache. Das sieht gar nicht so gut aus, Leute. Das sieht nicht so aus, als könnten wir krass unsere Minen boosten. Außer, dass wir halt mit unserem Sapeur hier mehr machen. Also, dass wir mehrmals den Sapeur uns eben nochmal ziehen. Ich glaube, den haben wir in der neuen Welt noch das ein oder andere Mal. Den dürften wir hier noch rumliegen haben auf der Insel. Lass mich mal kurz ranfahren. Ich glaube, den haben wir hier noch zweimal oder so. Handelskammer-Items. Da ist der Sapeur noch tatsächlich zweimal. Okay, haben wir hier noch Kultur-Items, dann können wir das nämlich auch direkt mitnehmen. Und dann geht's dafür schon mal rüber in den Cup. Und wir kriegen eine Berühmtheit. Komm, gönn mal. Nee, Jafan. Nee, brauchen wir nicht. Und unsere zwei weiteren Expeditionen kehren zurück, sehe ich gerade. Und da kriegen wir legendär, selten und legendär die magische Farnblüte, wo ich immer noch glaube, dass eigentlich nur der Skin fehlt. Die haben wir nochmal gekriegt und unser anderes Schiff ist auch zurückgekehrt. Unsere zweite Expedition.
Und liefert uns Tiere, die wir schon haben. Danke. Cool, 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 cool. Und unsere Wissenschaftsausstellung ist vorbei. Das heißt, wir nehmen natürlich nochmal an. Das ist schön, dass wir die jetzt nochmal gekriegt haben. Hier, die können wir noch das ein oder andere Mal gebrauchen tatsächlich. Simons elektrische Seilfahrt. Das heißt, wir gehen direkt wieder... Ich habe wieder nicht angenommen, sondern weggeklickt. Wir gehen direkt wieder genau mit dem, denn die hier 40% nochmal dann obendrauf ist natürlich eine gute Sache. Was wir nicht aus dem Auge verlieren dürfen, ist, dass wir hier dann auch noch die Attraktivität, den zusätzlichen Einfluss brauchen, ne? Damit wir unsere ganzen Optimierungen da drüben in Crown Falls überhaupt bauen können. Das heißt, wir werden hier jetzt mal ein bisschen fleißig upgraden. Was uns natürlich wieder dazu bringt, dass wir mehr von den einzelnen Sachen brauchen. Aber ich denke, wir haben einigermaßen vorgesorgt, dass wir das jetzt gerade gehalten kriegen, so wie wir es jetzt upgradet haben. Hier tauschen wir mal kurz aus, denn die haben ja keine Lust aufzusteigen da. Hoppala. Habe ich falsch versetzt. So. Okay. Und jetzt wollten wir noch Items kaufen. So. Du bist unser Handelsschiff. Und dann wird jetzt mal fleißig Items wieder gekauft. Und zwar kaufen wir groß ein. Wir kaufen also relativ viel Verschiedenes dann eben auch, was wir halt so brauchen können. Hier die Dame nehmen wir auch nochmal mit, denn wir sind ja schon langsam an unser Maximum mit unserer Schokoladenproduktion angekommen. Hier wird nochmal produziert gelegentlich Talg. Kohlemine! Nehmen wir mit. 20%, auch wenn es nicht... Es ist nicht so krass, aber wir können das bestimmt irgendwann mal gut einsetzen dafür. Nehmen wir so. Was kannst du? Hochradwerkhalle und Nähmaschinenfabrik. Statt Stahl verarbeitet das Gebäude Eisen. Dich nehmen wir aber sowas von mit, Dario. Du gefällst mir sehr, sehr gut. Aber sonst auch wieder, ich glaube, Schauspielerinnen haben wir genug mittlerweile wieder. Und hier, oh wow, okay. Okay. Okay, wir gehen aber natürlich mit Mr. Garrick hier und müssen dann jetzt nochmal Items wieder auf Schiffe verladen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und da haben wir jetzt gleich noch ein bisschen Platz frei, weil die anderen zwei, die Schiff-Items, sind natürlich direkt auf die Sockel gegangen. Eine Händlerin nehmen wir wieder mit. Wir haben nämlich noch, glaube ich, einiges auszustatten. Ah, ja, hier für den Tierhof nochmal 30% Produktivität nehmen wir auch mit. Aber eigentlich sind wir ja auf der Suche nach Sapeuren und Fähras. Sei ja, ja, schön. Und dann müssen wir hier ein bisschen gucken, was wir hier so noch kriegen. 40% Einkommen extra. Finde ich gut. Können wir für unsere Investoren beispielsweise benutzen. Wobei, eigentlich, so Dinger brauchen wir gar nicht mitzunehmen, weil wir machen sowas von genug Geld. Wir brauchen das wirklich nicht. Hier nochmal Uhrenwerkstatt. Brauchen wir aber nicht, die haben wir ja jetzt mit was anderem mit drin. Auch hier die 20% Produktivität nehmen wir einfach nochmal mit, denn die sind besser als keine Produktivität. So, und jetzt sockeln wir hier nochmal weitere Items rein. Das dürfte jetzt voll sein, das Schiff, genau. Dann fährst du bitte schon mal runter und in der Zeit verteilen wir hier die 4 jetzt schon mal aufs nächste Schiff und kaufen dann weiter ein unsere Items. Wie gesagt, Fähras, Sapeure... Nehmen wir jetzt am allerliebsten aktuell mal. Das sind jetzt für uns wirklich erstmal die wichtigsten, die wir hier mitnehmen können. Mr. Garrick werden wir auch fleißig weiter mitnehmen, denn der tut uns auch gut. Was du? Marktplätze, okay, nee. Und hier die lilanen Bücher gucke ich mir jetzt auch mal ein bisschen vermehrt an, einfach weil ich die bisher noch nicht so beachtet habe. Und da gibt es ja definitiv auch ein paar gute bei. Also definitiv, wie beispielsweise die 55% für alle Schmieden-Dinger da. Also da geht schon was. Dich nehmen wir nochmal mit, dich Wissenschaftsgenie, für unsere Phonographen, denn da müssen wir ja auch nochmal ran. Da wird es auf jeden Fall auch keinen Weg dran vorbeiführen. Schiffswerften brauchen wir, glaube ich, tatsächlich so schnell nicht weitere. Und die, die wir haben, haben wir, glaube ich, schon so in den Kosten gedrückt, dass es wirklich immens ist. Oh, wer bist du denn? Du kommst mir aber sehr unbekannt vor. Der Weinbauer. Noch nie gesehen. Beeinflusst Küche? Nee. Kein Interesse dran. Metzgerei nehmen wir mal mit. Aber ich nehme mal an, dass wir den auch schon haben. Bin ich mir eigentlich relativ sicher. Aber ich nehme mal an, dass wir da auch nochmal nachsetzen müssen.
So ist es dann, glaube ich, richtig formuliert. Und dann wird hier jetzt wieder rübergepackt auf das andere Schiff. Jetzt ist die Frage, jetzt ist nicht mehr genügend Platz da. Dann geht es für dich jetzt hier runter und in der Zeit laden wir hier einmal fleißig aus. Und fahren dann einmal wieder Retoure hier hoch, weil wirklich viel für unsere eigentliche, für das eigentliche, was wir haben wollten, nämlich für unsere lieben Stein, für unsere liebe Kohlenminen, haben wir wirklich noch nicht gezogen. Aber dafür ein paar schöne andere Items, beispielsweise ein Feras, den wir natürlich auch in unsere Kohleminen einsetzen können, keine Frage, ne? Aber Feras ist da vielleicht auch gar nicht so fehl am Platz, weil er halt nochmal 50% boostet. Aber wir müssen halt einfach mal schauen, wie wir damit weitergehen. Weberei und Schneiderei. Haben wir die Dame schon? Lilly, die Modeschöpferin. Moment, hatte die Produktivität minus 40%? Das muss ich nochmal gleich gucken. Oder waren das plus 40%? Oder war das gar nichts mit Produktivität? Arbeitskräfte erforderlich. Komm, wir nehmen dich mal mit. Schade ist ja nicht, wenn wir hier oben vielleicht auch noch Ponchos machen können. Dann können wir vielleicht unten ein bisschen runtergehen. Wir müssen einfach mal ein bisschen schauen, wie wir unsere Sachen jetzt richtig verteilen und wie das dann einfach am passendsten ist. Die Dame lassen wir jetzt mal da. Die haben wir jetzt schon zweimal. Ich war jetzt gerade noch mal mit mir am Ringen, ob wir sie wirklich da lassen, aber wir lassen sie da. Hier Brillenfabriken, noch mal ein Item für 40%. Produziert gelegentlich extra Glas, nehmen wir mit. Aber das heißt, das, was wir in der letzten Folge gemacht haben, wird zum Teil nochmal rückgängig gemacht werden müssen. Weil es einfach nicht da jetzt mehr reinpasst. Denn wenn wir da jetzt komplett auf Brillen gehen, dann ist da natürlich ein bisschen anderer Fokus drauf. So, hier kommt schon das nächste Schiff wieder an. Das heißt, dich entladen wir in dem Moment schon mal wieder, wo das andere jetzt noch auf dem Weg ist. Und dann fährst du direkt wieder hoch. Und da kommt das erste auch schon wieder, um Items einzuladen. Ich hatte eigentlich ein bisschen was anderes geplant. Hier, Großküche. Zack. Das Item habe ich schon länger gesucht. Die Rezeptarchivarin. Ich glaube, die hatten wir noch nicht. Was kannst du? Alle Wohnhäuser, alten Welt, Varietéversorgung. Okay, nee, nichts Besonderes. Aber hier die 20%. Es ist nicht viel, but at least it's honest work, ne? Ihr kennt das Sprichwort. Wie gesagt, Einkommensbücher lassen wir, glaube ich, liegen, weil die werden wir nicht brauchen. Wir gehen lieber dann auf Zufriedenheit. Weil, also, guckt euch jetzt schon unsere Bilanz an, ja? Und das wird ja nicht weniger, sondern das wird eher tendenziell mehr, würde ich mal behaupten. Und das heißt, da müssen wir dann mal einfach gucken, dass wir da nicht auf das gehen, sondern auf Zufriedenheit. Das wird sich dann hier nicht direkt irgendwie widerspiegeln, aber weniger Aufstände etc. sind doch auch mal eine ganz schöne Sache dann, oder? Deshalb können wir auch damit gehen. Und hier nochmal die Viehbäuerin für Tierhöfe. Ist auch nur minimal anders, die beiden Items, ne? Die unterscheiden sich nur ganz, ganz wenig, finde ich. Aber doch so unterschiedlich tatsächlich. Nicht nur in der Wirkung. Ah, unser erster Sapeur für heute, den wir gezogen haben. Halleluja, endlich mal. Aber das wäre so krass. Also unsere Kohleproduktion ist ja wirklich im Ärmel. Warte mal, wir müssen jetzt vor allem mal gucken, dass wir uns hier weiterhin gut bei den beim Einkaufen halten. Bente kauft schon wieder zurück. Zwischen Bente und George ist ausgelaufen. Okay, Bente, so langsam wird es hier kritisch. Vielleicht sogar diese Folge noch. Ja, ja, nur mitfinanzieren. Alles gut, Bente. Und dann gehen wir jetzt wieder hoch. So, wo ist unser Kaufschiff? Da, das markierte natürlich, das mit dem besonderen Skin. Was kannst du? Alle Ziegeleien und Betonwerk. Extra Stahlträger. Zack, nehmen wir mit. Kommt schön zu unseren Ziegeleien da drüben rein. Das ist natürlich eine coole Sache. Die Winzerin habe ich gefühlt auch noch nie gesehen. Den Schieber habe ich schon mal gesehen. Aber die Winzerin kam jetzt auch wieder sehr, sehr unbekannt vor irgendwie. Ist aber irgendwie regelmäßig kommen ja Leute komplett unbekannt vor hier. Aber ihr seht schon, unser Vermögen links oben schwindet auch ein bisschen. Aber nur zu einem geringen Anteil natürlich, weil wir haben so, so viel Money. Deshalb bin ich jetzt hier auch überhaupt nicht vorsichtig mit dem Ausgeben oder so. So, dass wir sagen, ah, will ich das jetzt wirklich kaufen? Sondern kauft dann lieber, anstatt es dann am Ende zu bereuen, dass wir es nicht gekauft haben. Und die sonnige Siedlerin, wir nehmen sie nochmal mit. Ich muss nochmal drüber nachdenken, ob ich die so geil finde. Bin ich mir noch nicht ganz sicher. Müssen wir einfach mal in Action sehen. Aber das heißt, wir werden die jetzt auch erstmal nicht mehr kaufen. Hier nochmal Kaffeerösterei, die Dame. Die haben wir schon mal einmal noch gekauft.
Aber die nehmen wir natürlich gerne mit, genauso wie ein Feras, den wir auch wieder gerne mitnehmen. Wir haben den Feras öfter gezogen als die Sapöre. Krass, 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 krass. Okay, einmal wieder runter mit dir und dafür wird dann hier dieses Schiff ausgeladen. Und dann geht's hier wieder hoch für dich und dann verladen wir den Rest an Items. Natürlich erstmal hier noch auf unser Schiff, was noch da ist, was noch ein bisschen was aufnehmen kann. Eins wird jetzt noch gehen, das heißt, wir sollten vielleicht hier mal zumindest auf Stufe 2 stellen, während wir hier weiter einkaufen. Damit das andere Schiff auf jeden Fall da ist, wenn wir es brauchen. Und ich glaube, heute wird zu einem Großteil tatsächlich erstmal nur einkaufen. Die Namen nehmen wir nochmal mit für Rumbrennereien oder für unsere Sektkellereien. Je nachdem, was wir dann eher schon wieder brauchen. Die Händlerin wird natürlich wieder eingepackt. Und ich sage es immer wieder, wenn wir hier durchrollen, so langsam komme ich so ein bisschen drauf, was die einzelnen Leute machen. Muss nicht mehr mir jedes Ding angucken. Nicht mehr jedes, einige immer noch, aber nicht mehr jedes. Und so ist das dann auch schon viel angenehmer mit den Items rollen, wenn man so einen größeren Teil der Items schon mal einschätzen kann, wer das ist oder was die machen könnten. Das ist nur die Bootsfrau. Das erleichtert einem einiges. Die Viehbäuerin, wir nehmen sie einfach nochmal mit. Da werden sie wahrscheinlich niemals so viele brauchen. Aber so schaden uns jetzt auch nicht. Hier, und die Küche zu ersetzen brauchen wir jetzt auch gerade erstmal überhaupt nicht mehr. Einen Schürfer mit reduzierten Dings brauchen wir nicht. Aber die Händlerin, wir nehmen sie nochmal mit. Verteilen wieder einmal hier drauf. Dann ist hier das Schiff auch schon wieder voll. Kann wieder nach unten fahren. Dann laden wir hier dieses Schiff wieder aus. Und fahren wieder hoch. Und beladen dann diese Items auf dieses Schiff. Und werden uns dann einmal kurz um unsere Weltausstellung kümmern. Und es ist einfach schön, also ich finde es angenehmer, einen Fundus zu haben an Items. Und die, ach, wurde eröffnet, okay, wurde eröffnet. Ist noch gar nicht fertig, ich dachte, die wäre fertig. Und wir müssen uns jetzt drum kümmern. Mussten wir nicht. Da haben wir nochmal einen erstklassigen Sapeur, das finde ich auch erstklassig. Die Dame nehmen wir auch nochmal mit. Wie gesagt, wir können es ja für beides einsetzen und beides werden wir in Zukunft nochmal mehr brauchen, definitiv. Das heißt, also wir werden ja fast alles nochmal mehr brauchen. Nehmen wir sie nochmal mit? Haben es besser als brauchen. So, wir haben auch bisher erst 30 Millionen verspielt, also alles easy. Ja, ich glaube, die brauchen wir nicht. Schnapsbrennerei brauchen wir auch nicht unbedingt. Da kann es erstmal weitergehen. Händlerin packen wir wieder ein. Also wir werden auch für unsere Handelsrouten dann erstmal genug haben, denke ich, um da wieder mit Händlern und mit, na, wie heißen die anderen Herren? Hab schon wieder vergessen. Lassen wir da. Ich glaube, Perlen brauchen wir erstmal so schnell nicht mehr und das andere sollte eigentlich auch ganz gut erstmal laufen. Oh, geht da noch was drauf aufs Schiff? Ach, haben wir das andere eben vollgepackt? Oh, ja, okay, wir haben das andere eben vollgepackt. Dann geht es hier mit erstmal wieder nach Süden. Und wir haben schon einige Itemladungen hier abgeliefert. Aber es fehlen mir noch Sapöre, Leute. Es fehlen die Sapöre. Die brauchen wir noch ein paar Mal. Oder dieses, also das graue Item mit den 20% nehme ich gerne auch noch das ein oder andere Mal. Bäckerei. Nee, brauchen wir, glaube ich, nicht unbedingt nochmal. Den Arek nehmen wir natürlich gerne mit. Den Herren lassen wir hier. Und ich denke, wir gehen jetzt mal ein bisschen selektiver vor, dass wir nur noch bei Items, die uns wirklich interessieren, anhalten. So eine Händlerin können wir jetzt auch mal mit überrollen. Da können wir mal drauf verzichten. Was bist du? Beeinflusst Weberei. Extra Segel. Ach, why not? Nur noch für die wichtig sind. Und ich glaube, hier den Michel, den haben wir auch erst einmal und den haben wir schon im Einsatz. Und ich weiß nicht, wie unser Game noch weiterläuft. Hier den Hedge auch gerne nochmal. Der ist cool für Expeditionen allein. Dafür ist er schon cool. Das heißt, wir gehen jetzt hier mal ein bisschen flotter durch. Hier ist noch ein Sapeur, den nehmen wir gerne mit. Das ist ja unsapört. Hier geht noch einer drauf. Und kriegt dann noch eine Händlerin. Und dann kann es hier erstmal wieder abgehen. Das heißt, wir werden uns jetzt ein bisschen mehr fokussieren auf die Key-Items, die wir noch so brauchen und uns wieder nicht jedes irgendwie angucken. Es wäre wahrscheinlich, es wäre sowas von einfacher, wenn wir nicht, statt immer hier die 6 Items wegzutun, wenn wir einfach immer die 2 wechseln würden. Aber egal, ne? Oh, was bist du?
Oh, gekauft. Zack, eingepackt. Wir haben dann schlechte Version schon mit plus 50% und plus 25% Module und so. Und dann produzierst du noch nicht extra rum da. Also, das ist natürlich jetzt nobel. Das ist ein cooles Item. I like that. Yvonne, die Freisassin. Freisassin, okay, alles klar. Mr. Garrick natürlich, den Feras. Hey, wir haben den heute aber schon ein paar Mal gezogen. Das sind, wir stehen heute unter einem guten Stern, habe ich das Gefühl. Dich nehmen wir auch nochmal mit. Ich glaube, dich haben wir heute noch gar nicht gekauft, aber wir nehmen dich mal mit. War natürlich jetzt falsch formuliert von mir. Dich nehmen wir auch mit. Den preisgekrönten Produzenten. Und dann geht's weiter. Arek nehmen wir mit. Und hier haben wir nochmal Patisserie Patrice. So, und warte mal. Wir müssen jetzt einmal kurz noch dieses Schiff voll machen mit Items. So. Und jetzt machen wir hier dieses Schiff. Ah, warte, mit dem können wir schon mal losdüsen wieder. Düs, düs. Das hier können wir ausladen in der Zeit und können das dann mal hochschicken. Aber wer das, okay, das, den Tauchoszillator lassen wir drauf. So, dann machen wir jetzt hier das Schiff voll. Wir nehmen den auch nochmal mit. Es wird uns nicht schaden, die Tierhöfin, Frau. Ja, komm, einmal geht noch. Und dann ist hier dieses Schiff voll und jetzt werden wir einfach zack, zack machen. Und dann ist da, und zack, und dann ist das hier jetzt unser Schiff. Das heißt, wir müssen ab sofort auch hier unten, wenn hier unten ankommen, immer die Items in den Items-Slots wegmachen. Oh, nee. Das wollte ich nicht, sondern ich will die ausrüsten. So. Gut, hier geht's weiter. Sonnige Siedlerin. Wir lassen sie jetzt da. Ich möchte sie nicht nochmal kaufen. Auch die Damen mit den Tierhöfen lassen wir jetzt da. Wir wollen ja jetzt mal ein bisschen vorankommen hier. Was kannst du? Universität lassen wir weg. Dich hatten wir gerade eben schon mal genommen. Optometrist, wir nehmen dich nochmal mit. Und natürlich bei Items, die mir noch nichts sagen, werde ich nochmal anhalten, die lila sind und werde mir die ein bisschen genauer angucken. Aber sonst gucken wir jetzt mal ein bisschen schneller durch. Ich werde auch einige nochmal anklicken, die ich schon kenne. Weil ich mir die dann... Oh, wer bist du denn? Kesselmacher, hallo. Kenne ich noch gar nicht. Oder habe ich zumindest noch nicht bewusst wahrgenommen, sagen wir es so. Ich kenne den bestimmt schon, aber wirklich wahrgenommen noch nicht bisher. Wir sollten jetzt mal kurz nochmal gucken, hier, wie es bei der Benta aussieht, ne? Letzter Anteil kann gekauft werden, alles klar. Hier, okay, hier haben wir auch nur noch einen Anteil danach. Das heißt, heute werden wir noch eine City von der Benti übernehmen. Und da, ja, Wohltätigkeit immer noch. Und dann hoffe ich mal, dass es damit auch gut läuft und wir nicht direkt in irgendeinen dummen Krieg wieder mit reinkommen mit vier anderen Leuten oder so. Das wäre doof. Hier, den nehmen wir auch nochmal mit. Der Gerhard, der Architekt, den fand ich jetzt vorhin, also bei den in der letzten Folge, vorletzte Folge, irgendwann dann, fand ich den sehr, sehr töfte, den einsetzen zu können. Nein, danke. Den Bergmann nehmen wir auch nochmal mit den 20%. Und jetzt überspringen wir die Bücher doch wieder. Schade, aber okay, dann muss ich mir die Bücher irgendwann anders mal angucken. So, du bist freigeschafft von... Ja, wunderbar, dann kommst du jetzt hier rüber, ihr beide. Es sind ja auch die 20%, die wir sparen. Ist ja auch nur ein Luxusding für uns, ne? Wir bräuchten es ja tatsächlich nicht. Also wir könnten auch sagen, okay, ja, dann halt ohne die 20% extra. Aber ich meine, wenn wir die 20% sparen können, warum sollten wir es nicht machen? Das schadet uns ja nicht. So, dann geht's retour für die Schiffe wieder. Und dann kann es hier weitergehen. Wir suchen ja ganz speziell nach unseren Herren, die uns hier einen schönen Boost geben. Wer bist du? Schokoladenfabrik und Küche lassen wir nicht weg. Nehmen wir nochmal mit. Sicher ist sicher. Mr. Garrick, den werden wir jetzt, glaube ich, einfach weiter fleißig einpacken, denn den werden wir ja auch dann noch in Crown Falls weiter einsetzen müssen. Auch hier mit dem Stahlwerk gehen wir nochmal mit der Dame. Und die Perlenmutter nehmen wir auch wieder mit für unten in die neue Welt. Oh, Weberei, Schnallerei, extra Ponchos. Dich haben wir gerade eben schon geholt. Ich glaube, noch einmal brauchen wir dich nicht unbedingt. Da verzichten wir jetzt drauf.
Und ich muss mal ein bisschen langsamer machen. Ich habe das Gefühl, ich habe schon einige Sapeure überrollt, weil die ja blau sind und damit nicht so auffällig wie jetzt beispielsweise ein lila Item. Bei einem lila Feras wäre natürlich besonders übel, wenn man sowas überrollt. Was immer wieder passiert, bin ich fest von überzeugt. Also mir, ist mir das schon im Let's Play passiert? Ich weiß es nicht. Aber ich habe auf jeden Fall keine Lust, dass das hier zum regelmäßigen Verhalten wird. Und deshalb, was kannst du? Ah, dich haben wir gerade eben schon gekauft. Oh, da hat gerade jemanden, der mir tatsächlich nichts gesagt hat. Und den Gerhard, den nehmen wir nochmal mit, weil wir es uns leisten können. Und in Legend City haben wir einen Besucher tatsächlich wieder. Okay. So, und hier, um die Items umzusockeln, müssen wir nochmal ein bisschen näher ran mit dem anderen Schiff. Und dann kann es hier für unser Bergungsschiff runtergehen nach Legend City. Es ist jetzt eine komplette Item-Einkauffolge. Verbindung zu Uplay abgebrochen. Kann ich das wegklicken? Das Spiel einige Uplay-Funktionen. Okay, ich kann es scheinbar nicht wegklicken. Sieht für mich jetzt ganz danach aus. Sollten Sie das Spiel beenden und anschließend neu starten. Das heißt, das macht es jetzt, glaube ich, dadurch, dass ich annehmen geklickt habe. Aber es sieht gerade so aus, als würde das Spiel einfach abstürzen. Ja, tatsächlich. Also es ist jetzt einfach weg. So, woran liegt es denn gerade? Ich werde das mal rausfinden und wir sehen uns dann gleich in Game wieder. Ja, und damit heiße ich euch erstmal hier wieder herzlich willkommen zurück zu Anno 1800. Also beziehungsweise bei euch geht es ja direkt weiter. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich habe Uplay neu gestartet, dann lief wieder alles, war keine Internetverbindung weg oder sonst irgendwie was. Also, I don't know, was da jetzt gerade los war, aber irgendwie hatte das Ganze scheinbar nicht mehr so viel Lust. Und das muss man dann natürlich auch akzeptieren, ne? Wenn das Game keine Lust mehr hat, dann muss man auch sagen, okay, wenn du nicht möchtest, möchte ich auch nicht. Das heißt, ich beende dich kurz. Okay, wir hätten natürlich an der Stelle auch die Folge beenden können, aber mittlerweile sind ja eher die 30 Minuten der Standard als irgendwie die 20 Minuten. Und deshalb gehen wir damit auf jeden Fall. Statt Zucker verarbeitet das Gebäude Kaffeebohnen. Finden wir das gut? Wir nehmen den mal mit. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das geil finde und ob ich den einsetzen werde. Aber wir nehmen den mit und können es ja im Zweifelsfall mal ausprobieren oder uns unsere Produktion mal ein bisschen genauer angucken und können dann entscheiden, wie wir damit vorgehen. Hier haben wir jetzt eigentlich ganz guten, eine ganz gute Ausbeute gehabt mit unseren Items für unsere Minen. Und dann können wir auch bald mal anfangen, hier so ein bisschen was rüber in den Cup zu fahren, weil sonst kommen wir diese Folge nicht mehr dazu. Könnte jetzt schon knapp werden. Ich denke, wir machen jetzt mal noch ein Schiff voll hier oben und dann werden wir erstmal rüber in den Cup schiffern. Und dafür können wir dann direkt schon mal eins hier mit runterschicken. Damit wir das dann bald fertig machen können, wenn wir hier mit diesem Schiff durch sind. Und da gucken wir jetzt nochmal Bankhaus, lassen wir weg, wollen wir nicht haben. Feras und Arek Lisowski in einem, super, super cool. Gerne nochmal, gerne, aha, jetzt haben wir Mr. Garrick überrollt, ne, da war ich jetzt zu schnell. Also lieber wieder eine Stufe runterfahren. Und dann ein bisschen weniger in der Zeit quasi durchkriegen, aber dafür dann wirklich auch, wenn ein gutes Item kommt, mitnehmen, ne? Hier ist jetzt gleich das letzte Schiffchen auch schon voll und legt dann natürlich gleich ab. Wollen wir den jetzt? Nee, das war ja wieder jemand anders. Ich hab den jetzt gerade verwechselt mit jemand anderem. Nämlich mit dem anderen komischen Troll, den wir gerade eben in die Handelskammer getan haben. Oh, noch ein Feras. Zack, eingepackt und rübergeschifft. Also hier rüber erstmal. So, und dann belegen wir doch jetzt hier erstmal unsere Schiffe mit den Items, die wir hier mit rübernehmen wollen in den Cup. Nämlich mit unserem Feras, mit, ich denke, wir nehmen den Feras auch mal mit. Aber hauptsächlich natürlich erstmal. Wo sind... Wir haben 5 Sapeure nur. Okay, das ist nicht so viel. Da habe ich gedacht, wir hätten mehr. Und wir haben auch 5 Bergmänner plus dann noch das, was im nächsten ist. Da müssen wir gleich mal schauen. Also erstmal hier die 4 noch. Plus dann noch Bohrtürme. Nee, wollen wir nicht mitnehmen.
Aber wir hatten hier noch den Belüfter, hatten wir noch viermal. Den können wir dann auch einmal schön mit rüber. Nein, nicht in die neue Welt, danke. Aber du fährst bitte rüber ins Kap. Und dann machen wir hier unser letztes Schiff noch voll. Und dann kommt ja noch eins von Norden aus. Und dann packen wir hier jetzt noch die Fährasse mit rein, die wir hier haben. So. Und dann können wir drüben gucken, ob wir die einsetzen wollen oder ob wir die nicht einsetzen wollen. Jetzt pausieren wir kurz. Also machen wir wieder ein bisschen langsamer, denn hier können wir jetzt nochmal ein bisschen was ausladen. Plus hier können wir noch die Schiffs-Items mit reinsetzen. Hätten wir bei den anderen auch mal machen sollen. Einfach nur, damit die wieder drin sind. So, und dann, wen können wir jetzt hier noch mitnehmen? Wer würde hier noch Sinn machen? Ah ja, guck mal hier, die hier zum Beispiel. Die können wir auf jeden Fall noch mitnehmen. Und ich denke, sonst haben wir alles an Items, was jetzt speziell dafür gedacht war, mitgenommen. Das heißt, hier packen wir jetzt nochmal zwei schöne legendäre Items mit rein und schicken das auch noch rüber ins Cup. Und während das jetzt rüber ins Cup geht, machen wir hier mal Auge auf Bentes Insel. Und ich hoffe, dass jetzt kein Krieg ausbrechen wird. Wollen wir erst noch den anderen Anteil kaufen, damit wir beide direkt weghauen? Ja, oder? Wenn schon, denn schon, ne? Das heißt, wir müssen jetzt nochmal 10 Minuten warten. Das heißt, ich stelle mal auf sehr schnell. Stört es nicht. Sehr schön. Und wir sind wieder über 1 Million Bilanz. Wunderbar. Müssen jetzt auch wieder ein bisschen auffüllen, ne? Aber ihr seht schon, wie die Zahlen hier hochrattern, ne? Das dürfte nicht allzu lange dauern. Und dann gehen wir mal kurz rüber ins Cup. Und da dürfte ja irgendwo schon ein Schiffchen stehen mit unseren Items. Hier stehen schon zwei Schiffchen tatsächlich, okay? Und fahr doch mal hoch. Was haben wir hier? Hier haben wir... Ja, das steht da immer noch rum. Komm, komm du jetzt auch mal wieder hier hoch. Ich will dich jetzt irgendwann auch mal wieder einsetzen. Okay. So, jetzt gucken wir natürlich hier mal unsere Kohlevorkommen durch. Was ist das Kohlevorkommen? Beides Kohlevorkommen. Wunderbar. So will ich es haben. Denn dann kriege ich die beiden in eine Handelskammer. So. Euch beide kriege ich theoretisch auch in eine Handelskammer. Was seid ihr denn? Ihr seid Eisen und Eisen. Euch lasse ich liegen. Euch brauche ich nicht unbedingt. So, hier. Kohle. Und Eisen. Okay, auch die beiden kriegen wir zusammen in eine Handelskammer. Hier drüben. Ihr seht nach Eisen und Eisen aus. Eisen und Eisen, ja, brauchen wir erstmal nicht. Was haben wir hier? Hier haben wir Kohle und Kupfer. Euch beiden versorgen wir auch mit einer Handelskammer. Und was haben wir hier hinten? Hier haben wir nochmal Kohle, okay. Liegt natürlich jetzt erstmal der Fokus auf der Kohle, ne? Das ist, glaube ich, klar. Okay, hier haben wir... Ach, guck mal. Warte mal, was haben wir hier? Kupfer, Zink. Und hier haben wir noch Kohle, okay. Das heißt, wir könnten hier schon mal eine mit einplanen. Für die beiden. Und dann hier eben noch eine. Und dann geht's weiter mit unserer Kohle. Ist versorgt. Ist noch nicht versorgt. Hier müssen wir natürlich schnell reinlektorieren. Veröffentlichen. Und dann so. Und da müssen wir jetzt gleich erstmal gucken, wie wir es hier richtig alles versorgt kriegen. Was haben wir hier? Zink und Zement. Zement und Zement. Okay, gut. Dann müssen wir jetzt erstmal gleich schauen. Hier sind die Items angekommen. So, einmal ausladen. Du parkst dich schon mal darüber, bitte. Zweimal ausladen. Du parkst dich dann bitte ebenfalls hier rüber und du lädst einfach auch mal aus und parkst dich dann auch darüber. Und dann schauen wir gleich weiter. So, was wir jetzt erstmal machen, ist hier schauen, was wir hier jetzt schon gemacht haben. Hier kommt ein Sapeur mit rein. Was haben wir hier? Hier hatten wir Eisen, genau. Weitere Kohlekraftwerke, Kohlebergwerke suche ich aber. So, hier haben wir noch Kohle. Da kommt also auch ein Sapeur mit rein. Okay, los geht's. Und jetzt müssen wir mal schauen, welche wir jetzt quasi ausbauen von unseren Handelskammern. Nämlich natürlich erstmal nur die, wo unsere Kohle jetzt auch dran ist. Denn die Kohle, die ist jetzt eben aktuell unser größtes Problem. Was haben wir hier noch? Hier haben wir noch Eisen, was wir auch noch abbauen könnten, Alter. Komm, zack. Nehmen wir mit. Ran da. Kohle, du bist schon versorgt. Alles klar, das heißt, wir sind einmal durch. Das heißt, wir warten jetzt erstmal natürlich auf unsere Items hauptsächlich. Und die drei schicken wir einfach schon mal wieder rüber in die alte Welt. In der Zeit können wir mal rüber gucken in die alte Welt und können mal schauen, ob die Zeit schon abgelaufen ist. Gleich ist es soweit. Und dann werden wir uns auf zwei weiteren Inseln breit machen und Bente richtig einheimsen.
Ist das hier eigentlich Dreifachgeschwindigkeit? Wirkt nicht so, ne? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Doch, könnte dreifach sein, könnte auch zweieinhalbfach sein. Ich will mich da jetzt nicht aus dem Fenster legen. Und das hier ist eine doppelte Übernahme. Die arme Bente. Die arme, arme Bente. Dass sie da uns so einfach verfällt gleich. Ja, und auch nochmal einen Screenshot von machen, ne? Vielleicht brauche ich es fürs Thumbnail. Vielleicht machen wir es auch nochmal so. So, ohne den Hut mit drin, ne? Zack. Wir übernehmen diese Insel. Wir haben... Bitte tu etwas Wundervolles. Werde ich machen, Bente. Kein Problem. Mache ich mit beiden Inseln was Wundervolles. So. Wir haben zwei neue Inseln. Sie ist erschüttert, aber Bente würde uns niemals den Krieg erklären. Wir haben eh noch einen Nicht-Angriffspakt mit ihr. I don't care. Okay. Gut, wir haben jetzt hier natürlich einiges im Wasser liegen. Hallo. Hallo. Okay, ein paar nette Sachen. Wir sollten mal mit Schiffen da vorbeifahren und mal gucken, was sie da so liegen gelassen hat. Das hätten wir vielleicht vorher unsere Schiffe auch einfach schon mal ranparken sollen, ne? Hier die Insel ist natürlich auch schon wieder vom Lagerplatz her, kann man hier nicht super ausbauen. Das habe ich nicht bedacht bisher. Haben wir hier noch ein freies Schiff, irgendwie ein Dampfschiff, nicht nur eins. Zwei weitere Dampfschiffe, ihr fahrt bitte mal hier runter. Müsst ihr noch irgendwo anders? Ja, guck mal, eins von euch fährt nur hier runter. Ihr fahrt erstmal beide da runter und dann schauen wir gleich weiter. Denn da müssen wir erstmal gucken, dass ihr alle da überhaupt rechtzeitig ankommt, ne? Und dass ich mich dann fokussiere, dass ich hier... Oh, wow. Okay. 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 So kann es weitergehen, Bente. Ey, wenn du immer sowas droppst, ich glaube, ich muss dich öfter mal in deinen Inseln besuchen kommen. Und deine Inseln übernehmen. Fahr mal bitte zurück. Da lag ganz schön geiler Shit. Wow. Alter, einfach super viel von allen wichtigen Sachen hier. Geil. Also gut, die Geschütze... Nicht so super wichtig, ne? Aber trotzdem eine sehr, sehr schöne Sache hier. So. Oh, nee, warte. Einmal noch entladen. Ah, habe ich nicht mehr geschafft. Okay, aber ich denke dann... Ey, wir sind hier hinten immer noch nicht fertig. Aber das heißt, das sind nochmal Geschütze da hinten. Das heißt, wir entladen das jetzt erstmal und fokussieren uns dann... Ach, ich kann es nicht weiter ausladen, weil es nicht genug Platz hat. Oh mein Gott. Okay, das ist natürlich immens. Psst. Ruhe, Wecker. Dann schmeißen wir die Geschütze jetzt über Bord. Ah, jetzt habe ich die Geschütze wieder eingesammelt. Ich bin ja ein Hohlkopf. Fahr mal da hinten hin bitte und sammel da ein. Auch nochmal viel... Ah ja, Benta hat da aber was vor, kann das sein? Das wird mir bestimmt noch richtig wehtun, dass ich die liegen gelassen habe. Spätestens, wenn mir irgendjemand den Krieg erklärt. Aber das ist jetzt so. So, Gulasch, Handelsroute. Du bist eh irrelevant. Du fährst jetzt bitte hier rein und sammelst hier mal mit weiter ein. Was heißt, sammelst mit weiter ein? Du sammelst einen, weil der kann nicht mehr einsammeln. Eieieiei. Okay, so, wie schaut's hier aus? Unsere Schiffe sind fast da. Eins fährt bitte direkt schon mal hier auf die andere Seite, denn da liegt auch noch richtig viel Shit. Und hiermit müssen wir jetzt erstmal auschecken, was es hier so überhaupt gibt bei Bente. 500, das lassen wir beides liegen. So. Aha. Messing. Da sehe ich mich schon eher. Okay, noch Kanonen. Okay. Ich glaube, Bente hatte schon was vor. Hier haben wir auch noch ein paar schöne Items. Nichts super Seltenes, glaube ich, aber ganz hübsches Zeug. So, okay, wir laden hier einmal Bier aus. Mehr geht ja nicht. So, zack. Über Bord damit und dann auf der Seite noch einsammeln. Und das andere Schiff ist noch nicht angekommen. Ei, nochmal Messing. Los, Messing brauchen wir. Und dann direkt mal hoch nach Johnny Industries bringen. Ich glaube, wir brauchen mehr Schiffe. Keine Öltanker. Öltanker haben wir, glaube ich, erstmal genug. Und dann... Warum ist das noch blau angezeigt? Meuterei! Ist noch vom falschen Besitzer. Okay, wow. Krass. So. Und dann haben wir hier das jetzt auch nochmal eingeladen und können das auch nochmal rüber nach Legend City fahren. Und damit dürften sich zumindest für einen Zeitpunkt unsere Uhrenprobleme auf jeden Fall erledigt haben.
Oh, hier ist jetzt schon, ist schon despawned. Okay. Ja, dann fahr nochmal schnell hier rüber. Vielleicht kriegst du hier nochmal was eingesammelt. Okay, das ging jetzt flott. Das ging jetzt tatsächlich flott. Aber dann wissen wir auf jeden Fall, was in nächster Zeit ansteht. Beziehungsweise, dass wir jetzt hier auch genug Platz haben, um unsere Produktionen weiter auszuweiten. Nicht so wie es auf Johnny war, dass wir da jetzt ein Problem hatten, dass wir da nicht mehr so viel Platz hatten, sondern wir können hier komplett neu anfangen und können hier richtig schön viel Platz noch ausnutzen. Ja, hier laden wir jetzt nochmal fleißig ein, was wir halt mitkriegen, ne? So, das passt schon nicht mehr. Und dann kann es auch dafür zurückgehen. Wir haben 2 neue Inseln übernommen. Wow, gute Sache für eine Folge, sagen wir es mal so. Außerdem haben wir halt viele Items gekauft. Aber das hier ist jetzt eigentlich, also der Fokus lag auf den Items, aber das hier ist jetzt eigentlich das richtige Highlight der Folge. Wir überziehen jetzt aber noch ein bisschen. Denn mittlerweile dürften noch mal hier unsere Schiffe angekommen sein. Ja, wunderbar. Guck mal. So. Dann fahrt ihr jetzt bitte mal ganz schnell hier hoch. Euch brauche ich hier nämlich. Und in der Zeit hätten wir das da drüben natürlich auch machen können. Haben wir jetzt nicht gemacht. Pech gehabt. Wir haben aber auf jeden Fall mal wieder relativ wenig Einfluss. Da werden wir also auf jeden Fall noch mal ein bisschen nachsetzen müssen bei unseren Investoren. Einfluss von kulturellen Modulen? Warum kriegen wir dafür Einfluss? Ein Belüfter. Ach, wenn man vom Teufel spricht. Aber wir haben irgendwie schon länger am Cup niemanden mehr gekriegt. Steht da noch jemand? Das alles hier kommt mir bekannt vor. Komm einfach nur nicht. Komisch. Verstehe ich nicht, wieso nicht. Aber die mögen uns scheinbar nicht so. Und Benta hat jetzt hier noch so ein paar kleine Inseln, wo sie auch hauptsächlich drauf baut tatsächlich. Okay, da siedelt sie ihre Leute an. Mhm. Interessant. Hätte ich nicht erwartet. Aber wir sind trotzdem noch okay mit Bente. Bente ist halt auch echt eine gute Seele. Okay, gut. Das ist ein Zeichen. Ich beende hiermit die Folge für heute. In der nächsten Folge werden wir erstmal unsere Items hier einsetzen, in unsere Kohle einsetzen. Also Kohle einsetzen. Die Items schreibe ich mir mal kurz auf, damit ich dran denke, denn die wird jetzt nicht mehr im Nachhinein aufgenommen. Also jetzt direkt hinterher. Und dann werden wir uns um unsere 2 neuen Inseln kümmern. Ich muss eh nochmal ins Spiel joinen. Wegen Thumbnail. Egal, wir sehen uns morgen im nächsten Part wieder. Bis dann. Ciao.